Die Spannung steigt. Am Sonntag singt der Marburger Arthur Molin bei The Voice of Germany. In den Battles muss er sich gegen Claudia Apenou durchsetzen. Der Song Elastic Heart von Sia war eine Herausforderung für ihn. Wir mussten tatsächlich auch vor der Kamera direkt, als wir den Song bekommen haben, direkt anfangen zu singen. Also es war wirklich so, sie kannte den Song schon, ich kannte den Song leider noch nicht so gut. Das heißt, ich musste mich ein bisschen dranhängen an sie und meine Stimme erst finden. Und was ich, ist natürlich auch ein Frauensong. Das heißt, es war für mich tatsächlich auch eine Arbeit herauszufinden als Mann, was singe ich denn da in diesem Frauensong? Auf der Bühne stehen, in ungewöhnliche Rollen schlüpfen, ist nichts Neues für den 39-jährigen Theaterschauspieler. Aber die Castingshow hat sein Interesse für das Fernsehen geweckt. Das Theater macht mir viel Spaß und da bin ich zu Hause, also ich bin wirklich schon sehr lange dabei und Fernsehen ist wiederum was Neues, Aufregendes, natürlich auf eine ganz andere Art und Weise. Aber hat trotzdem auch seinen Reiz. Also da habe ich auch ganz, hat auch in mir was geweckt, also so ein Interesse und Funken, wo ich dachte so, ja, das ist schon eine andere Welt, aber genauso spannend wie das Theater tatsächlich. Spannend wird es Sonntag für ihn nicht unbedingt. Denn er kennt ja schon das Ergebnis, darf aber natürlich nichts verraten. Deshalb hat er einen gemütlichen Abend geplant. Ich werde vermutlich mit Freunden zu Hause sitzen und wie schon bei den Blind Auditions haben wir auch vom Fernseher alle gesessen und haben sehr viel Spaß gehabt. Wer Arthur Molin gerne einmal live in Marburg erleben möchte, hat bald wieder die Gelegenheit dazu. Dem Hessischen Landestheater sei Dank. Meine Soloabende David Bowie Tribute, also The Return of Ziggy Stardust, das spiele ich erst im Januar wieder. Und Freddie Mercury Tribute, das spiele ich am 23. Dezember. Ich habe eine Weihnachts-Benefiz-Gala, bereite ich gerade vor, die am 18.12. abends um 19.30 Uhr hier auf der Bühne am Schwanhof stattfindet. Aber erst einmal heißt es bei The Voice Daumen drücken für Arthur und auch für den anderen Marburger Kandidaten. Denn Andreas Steiger singt ebenfalls am Sonntag.